Tada! Hallo, guten Abend. Hallo, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Auf meinem YouTube-Channel Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus Könne, ich bin kein Indiana Jones der Abenteurer, oder Captain America oder Justus der Abenteurer. Und heute mache ich euch für etwas euch Weihnachtliches. Denn heute machen wir ein Justus das Knusper-Hexenhaus aus Haribo Goldbärchen. Ja, Gummibären. Das Justus Knapper Hexenhaus Gummibärchen. Was das heißt. Ja. Oder das Justus Knuspere Gummibären Hexenhaus. Kann man auch so nennen. Ja, jeweils. Das da jetzt gemacht. Habe ich die Kapalletiker. Na klar, das was da dabei ist, reicht nicht aus. Ich habe noch extra noch Haribo dazu gekauft. Gummibärenverpackung und Smarties. Die Dinger. Und habe schon einen Gummibären-Knusperchen gemacht. Ja, und das könnt ihr sehen in so Format. Mit Musik, Hintergrund und so weiter. Und am Ende des Videos habe ich euch eine Überraschung. Denn da sehen wir uns wieder. Und wenn euch. Und jetzt sage ich ja noch eins. Viel Spaß beim Film. Schaut euch das an. Und Action. Let's play Video, sagt euer Justus. König aller Zeiten. Justus König JK der Abenteurer. Film. Play up. Let's play Video. Leute, das hier ist das Justus Hass Knusper Hexenhaus Haribo Häuschen Gummibärhäuschen. Justus Knusper Hexen Gummibärhäuschen und Haribo. Top. Die Kappa Ethika. So, schau, was ist das für Zweites? So schaut es aus, wenn es fertig ist. So gut. Und das kann das sehen, was gebaut wird. Wer ist das? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hab einen Lebkuchenmann. Ja, kleinen Lebkuchenmann aus süßem Kuchenteig. Sag mal hallo, Lebkuchenmann. Hallo, liebe Kinder! Oh, er heißt Ludwig, Ludwig Lecker. Oh, er riecht so lecker, ich möchte ihn aufessen. Nein, ich hab da ein Problem. Oh. Lebkuchenmann, ich mag dich, Lebkuchenmann. Denn du hast Kekse als Hand und Kekse als Fuß. Bist braun und freundlich, ein Kekshochgenuss, oh Lebkuchenmann. Ich mag dich, Lebkuchenmann. Doch ich weiß einfach nicht, was ich tu. Du bist ein Keks und noch ne Puppe dazu. Erst will ich dich knuddeln, wie mit Freunden man's tut. Dann will ich dich essen, denn du riechst so gut. Ich möchte es mit dir spielen und ganz glücklich sein. Dann stopfe ich dich gern in meinen Magen rein. Oh, welch ein Dilemma! Lebkuchenmann, ich mag dich, oh du mein Lebkuchenmann, will dich verspeisen, denn ich bin ein Nimmersatt. Doch nein, 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 ich mag dich so, Lebkuchenmann. Ja! Ich brauche dich als kleinen Lebkuchenfreund und esse einen Vollkornkeks anstatt. Oh, ja, 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 das werde ich so machen. Doch andererseits, andererseits habe ich so einen riesen Kekshunger. Ich esse ihn. Nein, 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 halt, halt. Oh, was für wunderbare Rosinenaugen. Und was für ein hübscher kleiner Zuckermund. Das ist nicht bloß ein Keks, das ist ein Püppchen. Oh ja, ich will ihn behalten, ich will ihn behalten, ja, ja. Oh, aber er riecht doch so köstlich.
wie Pizza. Ich esse ihn. Ach, nein, halt, halt. Ihr könnt ihn bespielen, wenn ich ihn esse. Ach, ich esse ihn. Spiel mit ihm, esse ihn. Oh, dieser furchtbare Zwiespalt. Oh. Lebkuchenmann, ich mag dich, Lebkuchenmann, will dich verspeisen, denn ich bin ein Nimmersatt. Oh ja, doch nein, ich mag dich so, Lebkuchenmann, ja. Ich brauch dich wirklich als mein Lebkuchenfreund, der beste Vollkornkeks am Start. Oh ja! Oh ja, magst du ein paar Kekse? Oh nein, du bist ja selbst ein Keks. Nein, du bist nicht bloß ein Keks, du bist ein Püppchen. Oh nein, jetzt geht das schon wieder los. Oh nein, Keks, Püppchen. Na, ganz egal. Ich esse Vollkorn. Schmeckt wunderbar. Hier sind die drei Fragezeichen. Darf ich Ihnen unsere Karte überreichen? Ach so, ja, bitte. Hat euch das Hexenhaus von mir gefallen? Das Gold bin ich nächstes Haus. So schaut's aus, wenn es fertig ist. Und klar, jetzt denkt ihr, was ist die Überraschung? Die Überraschung? Ha! Die will ich euch jetzt dann zeigen. Jo, oder nicht? Doch. Aber erstmal das Hexenhaus. Ach, cool, oder? Schön gebaut. Ja, der Schnee, das ist, ich sag so Schnee mal, kurz Schnee, nee, das ist so eine Zuckerbimpe, das doch schnell, aber schnell gemacht, oder? Mehr haben wir nicht gehabt. Und die Cousine Barbara Schwarz hat mir geholfen dabei, zum Spaß, und macht das Dummende, einfach hinstellen und nach Weihnachten wird es halt gefressen. Ist das zum Spaß und paar Bilder machen und so weiter. Sehr gut und günstig, das war meine Art zu machen, Hexenhäuschen. Und jetzt will ich euch die Überraschung zeigen. Jo, gut, fangen wir mal an. Let's. Verwandlung. Ha, jetzt denkt ihr, was ist denn hier? Das ist die Überraschung, ne? Okay. Also, ich kann euch mal eins sagen. Die ist ja schöne, wunderschöne Mütze. Die ist von meinem Kumpel. Fan, wo von mir ist, hat sie mir geschenkt. Wunderschöne Mütze. Und der hat mir auch diesen New Yorker coolen T-Shirt beraten. Dazu schon mal Dankeschön. Dieser coole Fankumpel weiß ja, wer das ist. So, aber jetzt die Überraschung. Komm, ich jetzt, wenn ich die Karte runternehme. Die Überraschung ist. Ich hab gedacht, das könnte er sehen, ne? Doch, ich sag euch mal. So, meine Haare sind kurz geschnitten. Ja, kurz, ne? Neue Frisur. Kurz geschnitten, frisch geschnitten. Jo, dann mit diesem Outfit, ja, so die Brille nicht halt, so eine Brille, aber dieses kann man ja dann gehen auf Disco! Disco, lass mich, Disco Justus. Genau, weil am Freitag gehe ich nämlich in Disco rein. Ins das. Nein, nicht das, sondern die Posthalle. In Würzburg, da ist Disco, da ist ab 22 Uhr Einlass, das ist nämlich die 70er, 80er, 90er Jahr Party. Cool, ne? In Zauberg soll was anderes sein, ich weiß nicht, aber die andere Disco, hat der Kumpel gezeigt, die in Airport, da ist am Freitag Schlagerparty, Weihnachtsparty, Schlager ist nicht so mit Singen, wäre schon so die alte, ich denke aus alter Musik. Was wir früher meine Oma und Opa gerne gehört haben, so ist nicht mein Ding. Deswegen 70er, 80er, 90er Party. Ja. Easy, easy! Rock'n'Roll! Und so weiter. Cool, gewinn! Lass uns feiern! In der Posthalle. 22 Uhr Einlass. Ich komme jetzt in 23 Uhr, weil ich muss doch am Freitag noch arbeiten. Dürfen wir nur Frühschicht. Bis 14 Uhr. Und dann, tue ich nicht gleich ausruhen. Dann gehe ich in einen anderen Kumpel. Hi! Hör mal hin! Wollen irgendwas machen? Nee, wir haben vorgehabt, nach Nürnberg zu gehen, ins Palm Beach. Und dann halt mal die Sauna ausprobieren. Ich zeige die Sauna mal. Und Rutschewelt. Ich glaube, in der Rutschewelt kann man mal Wildes machen. Ein Kumpel.
Ja, die habe ich schon ausgemacht. Wenn es noch klappt. Wir werden morgen motivieren und dann machen wir den Rest alles noch aus. Wenn es auch alles klappt und ich am Samstag nicht arbeiten muss. Ich weiß, dass Weihnachten, aber wenn viel los ist, muss man wahrscheinlich Samstag arbeiten, ins Frühschicht. Kann sein. Jedenfalls, wenn ich arbeiten muss, dann gehe ich mit denen dann und er braucht Boss, dann gehen wir dann nach Nürnberg. Ist beim Beach am Schluss. Weil Freitag ist dann was günstiger, glaube ich. Da kriegst du Sauna und Spaßbad für 4 Stunden für 22, 23 Euro. Ich habe mit dem Spaßbad und Terminals, da kostet es so 28 Euro. Und Spaßbad und Sauna 23 Euro plus Thermis geschenkt. Also nimm das, was billig ist. Sauna ist ganz cool, große Landschaft. Also das Palm Beach, dieses Familienthermal ist echt cool. Ja, die haben sogar, was ich lustig fand, steht eine kleine Sauna drauf draußen, eine Kindersauna. Eigentlich weiß ich das aus wie eine Zwergensauna, aber naja, aber die ist draußen, die Sauna ist voll, Anlage voll groß. Eigentlich weiß ich, dieses Thermal ist eigentlich die Saunalandschaft von Palm Beach. Ja, groß, riesengroß, da gibt es eine Eissauna, Kältesauna, Schneesauna, was weiß ich, es gibt so viele Saunen da drinnen. Und da ist auch ein Innenbecken, Innenbereich hat es großen, dann Außenbereich großen. Das Innenbereich ist ja noch eine Wirtschaft. Und Außenbereich auch sehr groß, da sind draußen Pools, da sind draußen mehrere Saunahütten. Da gibt es halt große, wie heißt es, so Sauna, da ist so Salz auf dem Boden, was ist so Salz. Dann ist eine große Sauna, da ist es Bergwerksauna, das schaut aus wie ein Bergwerk drin. Und noch mehr. Draußen sind auch schöne warme Becken, zwei. Innen drinnen auch. Und drinnen sind auch Saunen. Da ist irgend so Salz, Wasser, Zeug. Ja. Jedenfalls die Saunalandschaft von Palm Beach ist sehr empfehlenswert. Also kann ich auch sagen, geht da hin. Es ist die beste Sauna, die ich je gesehen habe hier in Unterfranken. Und familienfreundlich. Also heißt familienfreundlich. Ihr könnt ja mit euren Kindern angehen, die sind da gewohnt, aber ich meine, da kann man reden und laut sein. In normalen Sauna darf man ja, und mit dem halt keine, wenn du mich alle da gehst und da hin. Und da ist es halt okay. Deswegen, das ist groß und ja, viel. Also Sauna. Und dann, sofort, wenn wir noch was angucken. Ich weiß nicht, muss ich gucken, vielleicht eine Burg. Vielleicht sind wir von der Fränkischen Schweiz, gucken wir Burg an. Oder sind wir in Nürnberg und da Burg an. Weiß auch nicht, muss ich auch planen. Und jedenfalls am Schluss das Ding und dann fahre ich zurück. Dann geht mein Kumpel vielleicht wieder nach Hause. Vielleicht in Weihnachten wieder was früh aufstehen. Und ich gehe halt dann wahrscheinlich mit einem anderen Kumpel in der Disco oder mit einem Ring, egal. Wer möchte mit mir, soll ich einfach melden. Jedenfalls will ich die Post dann wieder gehen. Soll gut sein am Freitag. Gut, will ich da reingehen. Spätestens um 23 Uhr will ich da drin sein. Ja, 23 Uhr könnt ihr erstmal loskommen. Erst 22 Uhr sind nicht viel los, da kommen eh. In der Disco, 22 Uhr kommt er nicht, erst 23 Uhr, 0 Uhr kommen erst die meisten rein. Dann ist er auch cooler, lustiger Party. Und ich kann tanzen und so richtig ohne Alkohol. Ich brauche sowas nicht. Und dann gehe ich auch nicht wieder und ich kann einfach so. Ich bin einfach ein Actionmann. Oma soll das genießen, weißt du, wie lange das geht. Ich werde ja auch älter und ich jünger. Und weißt, jetzt kann ich noch sowas alles erleben. Und wieder durch einen Tag vieles soll ich machen, dann das habe ich hinter mir, hab's erlebt. Weißt du nicht. Bis nächste Woche in der Ausbildung hast du 5 Tage Woche, arbeiten, dann lang machst du alles, was auf einmal geht, machen, so mein Motto. Wenn es geht, machst du alles auf einmal. Das, machst du 3 Sachen am Tag. Egal, Hauptsache macht Spaß, man soll das Leben genießen. Und wenn man jetzt viele Sachen auch geht, Disco und Frauen kennenzulernen, das soll man nicht so konzentrieren. Das heißt, wenn Disco geht, um eine Frau kennenzulernen, gleich vergessen. Disco neu gehen, um Spaß zusammen zu tanzen, weil es gibt ja Frauen, die gehen in Disco neu. Wo wir Freunde haben oder keinen wollen, die wollen einfach nur Spaß haben, tanzen, wie wir auch. Also, man kann kennenlernen vielleicht, aber nur wenn die Frauen es auch wollen. Wenn sie reingehen, auch wollen, sondern meistens müssen sie wollen auch noch Spaß haben. Also nur, ich meine, tanzen, klar, Party. Das ist nur zu sagen ist. Aber sonst bin ich bereit mit meiner Frisur. Das ist nur so eine Show, oder Sonnenbrille. Von der Show tut man sie auf. Schaut doch cool aus, oder? Aber jedenfalls wünsche ich euch eine schöne Adventszeit, Weihnachtszeit, Winterzeit. Und Samstag, klar, da will ich wieder, ich will Disco bleiben bis 4 oder sowas. Und dann 3 Stunden schlafen und dann wieder raus. Und dann gehe ich in die Stadt und was einkaufen noch letzte Geschenke. Letzte Geschenke, ja, braucht niemand wieder. Ich hab schon fast größer als einkaufen, letzte Geschenke. Ja, ich bin nicht so ein Mensch, der 1 Monat oder 2 Monate vorher das Geschenk kaufen kann und dann warten kann, ein bisschen schenken kann.
Ich will es am liebsten gleich schenken. Weil ich mich darauf freue, wie sich dann die andere Person darüber freut, wie es jetzt bekommt, was es öffnet. Das ist schon, deswegen am besten an dem Tag kaufen. Du weißt, was du haben möchtest, das kaufst du es und dann gibst du es in den Abend sehen und dann freut er sich und dann musst du nicht mehr lang warten, bis er sich freut. Ist auch interessant. Ja. So, aber wenn euch mein Video gefällt, könnt ihr einen Daumen hoch machen, dann werde ich euch loben oder dann werde ich euch loben. Und wenn, könnt ihr auch mein Video auch anderen Leuten empfehlen, zeigen, teilen, Kanal, mein YouTube-Kanal oder YouTube-Channel, wie man sagt, Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern. Das ist von mir, Justus König, das bin ich. Und das ist alles nur Hobby, was ihr in Freizeit macht, damit verdiene ich Geld. Es ist einfach nur Hobby, Freizeit-Tool. Und ich habe mehrere Themen, weil ich habe mehrere Videos, verschiedene Themen, weil mich viel interessiert. Aber wenn da ein Thema interessiert, euch nur ein Thema interessiert, müsst ihr einfach mal Playliste gucken. Da ist ein Thema und das sind die Videos dazu. Habe ich extra gemacht. Ich bin ja ein, der muss nicht Geld verdienen, deswegen, die, wo Geld damit verdienen wollen, die müssen immer einen Kanal auf ein Thema machen, um mehr Abonnenten zu kommen. Da ich jetzt ja nichts, viel Geld, kein Geld verdiene, mache ich es noch mit einem Abonnenten, einem Kanal, mehrere Themen. Aber dafür habe ich eine Playliste, das ist eine Playliste, nur ein Thema ist Pokrine. Alles mit Pokémon drum, Schloss ist das Thema für euch. Und auf der Playlist Nacht. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, dass es sobald wie nachher ein neues Video online ist. Ich habe 2000 Abonnenten, über 2000 und über 2 Millionen Aufrufe. Ein Aufruf heißt, einer hat mein Video angeguckt. Also über 2 Millionen hat meine Videos angeguckt. Und ich bin auf YouTube mein erstes Video hochgeladen, im Sommer 2018, vor dem Lübeck, wo ich dort war. Ist das Open Out? Ja, und dann habt ihr eine Möglichkeit, mich zu erreichen auf Instagram und auf TikTok habe ich auch ein Profil, auch Videos, Bilder, schaut mal vorbei. Mein Instagram-Name lautet Indiana Jones, der Abend da, mein Bild. Und mein TikTok-Profil-Name lautet, das aktuellste, neueste, Justus, der Abend da, 13, mit drei Profilbild. Da kann ihr mich auch erreichen und dann mich treffen, weil YouTube ist Kommentar aktiviert. Denn wir wollen keine tolle Angriffe haben, keine von bösen Menschen angegriffen werden mit bösen Wörtern oder Fans und so weiter. Das sind jetzt Instagram und TikTok, da kann er mich erreichen. Und wenn ihr was später schreibt, wird von TikTok, YouTube oder TikTok oder Instagram sofort, sofort ich bekomme, ist schon gelöscht. Also, die füllen dann das aus, so ist eingestellt. Und ja, und das Kommentar schon genauso. Wenn einer auf Instagram ein böses Kommentar schreibt, das Instagram wird sofort löschen, blockieren. Dass meine Fans und ich geschützen. Sonst habe ich böse Leute und Trolle benannt. Zur Information. Dann sind wir uns wahrscheinlich in der Posthalle. Ja, ich bin 2 Meter groß und schaue so aus und tanze dann. Ich kann ruhig mit mir ansprechen und Fotos machen, wenn es mir dürfen darf. Und unterhalten. Und mit tanzen, egal, ich bin dann immer cool, locker drauf. Ohne Alkohol. Ich trinke Alkohol, ich bin kein Alkohol drin. Ich fahre gerne Auto und kann Alkohol drin, heißt, dass du ein paar Stunden kein Auto fahren oder mehrere Stunden. Das geht nicht. Brauch immer einen. Bei mir geht's alles ohne Alkohol, habe ich so beigebracht. Muss ja auch gesund leben und wieder fit halten, deswegen Sport. Und tanzen kann ich 4 Stunden, kein Problem. Habe jetzt mal ein Labyrinth, habe 4 Stunden getanzt, so Fläche so, muss mich erstmal eingewöhnen, aber hat Spaß gemacht. Deswegen will ich nächste Zeit mehrere Discos ausprobieren. Und brauche Leute, die mit mir reingehen. Alleine ist es irgendwie langweilig. Andere können mit mir reingehen, die können selber sagen, wie das abgeht oder was wir machen. Ja. Ist lustig mit Freunden. Könnt ihr auch ein gutes Disco empfehlen oder sagen, wo es ist. Das ist schon Instagram und YouTube. Wünsche euch einen schönen Tag und bis next. Justus over and out. Alles ist gut, wenn wir wild sind. Alles easy easy. Let's rock. Man soll immer das Leben genießen. Man soll den Tag leben, den letzten Tag. Ach ja, ich bin Single. Und noch auf Suche, solange ich das gefunden habe. Immer suchen, suchen, suchen. Und nicht drüber hetzen. Einfach kommen lassen. Mit die Kupplung. Wenn man zu tief ist und einfach sagt, ich nehme, was ich kriege, ist, wenn das Kupplung zu schnell kommt, dann wirkt man das Auto ab. Bringt auch nichts. Einfach kurz zukommen lassen. Langsam. Jo, das kann ich mal sagen. Heute eine Frau zu finden, ist schwer, klar. Geduld muss man haben und so weiter. Eigentlich keine Ahnung. Ist glaube ich ein Schicksal, oder? Andere haben Glück da, andere haben kein Glück da. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dann kann ich euch auch nicht weiterhelfen.
Wir sind alle in einem Boot oder sowas. Alle Probleme. Ja. 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 Aber egal. Uns geht's gut. Soll er mal ein Dach über den Kopf haben und Arbeit haben. Und es könnte einem schlechter gehen. Oder nicht? Soll froh sein, was wir haben. Hauptsache wir leben und sind gesund und glücklich. Auch wenn sie nur sind. Man gewöhnt sich dran. 4 Jahre sind wir. Hab ich bitte schon? 4 Jahre? 2018 schon? 4 Jahre sind wir. Man gewöhnt sich irgendwie dran. Ich glaube, es ist an mir schwer zu gewinnen, wieder eine Freundin zu haben, also eine Beziehung zu sein. Single sein ist einfach zu gewinnen, aber eine Beziehung reinzugehen ist schwerer zu gewinnen. Weil Beziehung heißt so wie nicht ich, sondern wir. Und bei Single sein hast du nur ich. Ich kann machen, was ich möchte. Du hast nur dich. Und da ist nur wir. Und das ist halt schwer reinzukommen. Just um und out. Ciao. Guten Nacht. Ja, schönen Abend. Hat es uns viel. Ende der Aufnahme, Videoaufnahme. Oder Ende der Botschaft. Ciao, ihr Lieben. Bis demnächst. Und anscheinend nicht vergessen, wenn wir wieder da sind. Also werden super wieder. Egal ob jung oder alt. Mir geht schlecht. Für mich sind alle Fans wichtig, oder Freunde. Alle wichtig. Jo. Schnitt. Haben Sie vielleicht Interesse an diesem super Papagei? Hallo, wir sind George, Julian, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die 5 Freunde. Wir sind selbstbewusst, aber niemals überheblich. Ticken unterschiedlich und doch irgendwie ganz ähnlich. Und doch ganz massiv, wir gehen trotzdem geradeaus. Hör auf dein Herz und folge deinem Bauch. Manchmal läuft alles nach Plan, manchmal nicht. Wir laufen trotzdem weiter mit dem Lächeln im Gesicht. Wenn wir fallen, was sonst spielt das Leben in? Wir stehen wieder auf, lassen uns nicht unter.
Fünf Freunde.